Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mobius Final Fantasy mit mir, dem Shadowx. Okay, dann machen wir mal weiter und öffnen zunächst einmal kurz ein kleines Päckchen. So, alles klar. So, bestimmte Browser-Elemente, ne, die hier im Spiel angezeigt werden. Ich weiß jetzt gerade nicht genau wo, eher so im Homescreen oder so. Da sieht man ja eigentlich oben so News und dann sieht man da im Prinzip was eingeblendet. Das sieht man mit dem DxStory-Aufnahmeprogramm leider nicht. Das Fenster wird nicht mitgecaptured. Ist mir jetzt bei der letzten Aufnahme einfach mal aufgefallen. Wollte ich nur einmal ganz kurz eben erwähnen. So, wir haben eigentlich alle Sachen abgeholt. So, deswegen gehen wir einfach mal zum Lagerhaus und Somas Träne. Sollen wir das nehmen? I don't know. Ist eigentlich relativ egal? Fragezeichen. Ja. Ja, ja, machen wir das einfach mal so. Das wird schon irgendwie passen. So. Und zwar habt ihr geschrieben im letzten Part, dass man. What the fuck sind das für komische Viecher? Dieses komische Steinding da. Dass wir unseren Job erweitern können, indem wir das im Talentfach einfach upgraden. So, das muss ich einfach mal nachher ausprobieren, ob man das da jetzt irgendwo sieht oder nicht. Sehen kann. So, okay. Also ich glaube, dieses eine Viech da neben das, ja, boah, keine Ahnung, drücken wir einfach mal auf Auto-Battle. Ich glaube, das passt schon so. So, dann geht das ziemlich schnell über die Bühne, hoffentlich. Kann ja auch sein, dass wir jetzt übelst diesen Fight hier verkacken. Also es sieht ja nicht ganz unproblematisch aus, wenn ich jetzt einfach mal unsere HP mal ganz kurz betrachte. Um ehrlich zu sein, sehen wir fast so gut wie tot aus. Wir können zwar gerade ein paar Resistenzen sammeln und uns zwar irgendwie noch früher ein bisschen noch hochheilen, aber schon nicht ganz ohne hier die Scheiße. So, Steingaben. Eigentlich nicht schlecht. Also dieses komische Viech, das geht schon ordentlich ab. Das hat schon ein paar Moves drauf. Ja, okay, jetzt nicht speziell dieser Gegner hier, sondern diese drei Gegner jetzt kombiniert. Die haben ja schon in gewissermaßen ordentlichen Schaden angerichtet. Dabei ist das aber gerade mal der 1 von 4 Battle. Und das ist irgendwie gerade das Krasse oder das, was mir gerade ein bisschen Angst macht, um ehrlich zu sein. So, was haben wir hier für Leute? So, eigentlich an sich machen wir an denen schon ziemlich viel Schaden, aber wie sieht das sonst aus? Die machen bei uns eigentlich auch ordentlich was. Ah doch, die richten da schon ziemlich große Katastrophe an. Also ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, dass wir den Bossfight gleich schaffen werden. Bei Battle 4 von 4 soll ja einfach mal wieder ein Bosskampf da sein. Ja, ich bin gespannt, wie der hier ablaufen wird, ne? Ich meine, wir können uns ja sowieso gerade einfach mal so irgendwie am Leben halten, indem wir halt die ganzen Elementarresistenz-Buffs unständig geben. Oder diese Schübe, Resistenzschübe oder wie man die auch immer nennen soll. Und ja. Was haben wir hier? Oh Gott, was ist das denn? Dr. Octagonopus Prinz, irgendwas von Hau mich tot? Okay, gut. Die kleinen Fische da, die sind natürlich easy zu erledigen. Und das Gute daran ist, dass wir uns dann halt dementsprechend auch immer schön regenerieren. Das ist wenigstens eine schöne Seite. Oh, Steinkar. Ah, not bad. Eilgabe, das sieht aus wie... gibt's für Eilgabe nicht irgendwie so was wie... hier diese HP-Punkte? No? Yes? I don't know. Oh, das ist schön. Jetzt zum Ende hin schaffen wir es sogar, unsere HP wahrscheinlich wieder, ja, einigermaßen komplett aufzuladen. Ja, doch. Doch, das funktioniert sogar ziemlich geil. So, Bosskampf. So, da haben wir wieder dieses, diesen großen Drachen. So, okay, dann machen wir mal hier. Gucken wir mal, ob ich da irgendwas machen kann. So, Elementschub, das verwenden wir garantiert. Somas Trainer, yes. So, haben wir wieder schöne Regeneration. Das gönne ich mir auf jeden Fall. So. Da das jetzt aber nicht so ein spezieller Gegner ist, ne, würde ich sagen, lassen wir den Speed hier trotzdem auf mal 2, damit wir, ja, wie ihr schon aus den vorherigen Parts gewohnt seid, mal was schaffen. So. Wichtig ist allerdings für mich auch mal diese Dings loszuwerden. Oh, verdammt. Wait a second. Du bist ja immer noch im Dingsmodus, ne? Oh, warte mal. Ich hoffe, ich habe ihn immer noch getroffen, während er
im Dings war. Im Schockzustand. So, bitte Erdschwert, zack. Wo sehe ich eigentlich genau, wie viele Erdschübe ich noch habe? Da, Feuerresistenz, 3 Buffs, okay. Temperatur steigt. Nope. Oh, da. Immer schon mal Blizzard usen. So. Das ist deine Schwäche. Ja, ihr weiß Bescheid. So. Vielleicht können wir schon wieder anfangen, einmal Dings zum usen. So. Unsere Feuerresistenz ist weg. Deswegen werden wir die einfach mal schnell wieder aufbauen. Ein Blizzard hinterher, solange er im kritischen Zustand ist. Und ja. Geht eigentlich. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie ein einigermaßen schwerer Bosskampf. Aber da habe ich mich ja sowas von einfach mal easy peasy getäuscht. Das ist ja mal echt unnormal. So, trampeln. So, ich könnte so mal Träne eben kurz nutzen. So, dann geht es mir auch wieder ein ganz klein wenig besser. So, und der Gegner ist auch erledigt. Tja, das ging ja eigentlich ganz schnell. So, Zwiebelritter 28, Zuzuk. Haben wir erledigt. Staubmagier als neue Karte haben wir erhalten. Ah, schön und gut. So. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich am Ende? Äther, Feuer, Feuer, Wasser 200, ach, 2000 meine ich. Nicht schlecht. So, Tagesmission ist auch schon erreicht. So, Gefahrengutdeponie. Oh, hier haben wir direkt wieder einen nächsten Boss, wie ich das jetzt mal erkennen kann. Tu. Moment, Dex, Talentfach und hier sollte das theoretisch sein. Da, neuer Job. Dann brauche ich ein Kristall-Ex. Und ich weiß nicht, wo ich das bekomme, aber ich habe einen. Im Besitz einen. Talentfach fertig. Genieße deine neue Macht. Warte mal. Meinen die das jetzt hier? Die meinen doch das hier, ne? Das ist jetzt fertig geworden. Zwiebelritter, neuer Job. Ich kann auf die da keine draufpacken. Warte mal. Zwiebelritter, neuer Job. Blankklinge, neue Waffe. Moment, hätte ich mir jetzt irgendwas davon auswählen können? Hätte ich jetzt hier draufklicken müssen? Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen geschlafen, habe ich das Gefühl. So. Hier haben wir soweit, glaube ich, alles gelernt. Das ist voll ausgelernt. Deswegen gehen wir hier mal kurz rüber. Machen einfach mal freischalten. So, hier, wenn ich jetzt Ritter freischalten will, wollte ich wieder dieses Kristall-Lex. So, und ich glaube, das muss man sich eventuell kaufen oder kann man sich eventuell, also die Kristalle, wieso Kristall-Lex eigentlich? Ach so, Kristalle mal zwei, okay. Ja, wo genau ich die Kristalle herkomme, also ich schätze mal, okay, man kann sie für Echtgeld eventuell vielleicht sogar kaufen. Das ist die eine Sache und die andere, ja, keine Ahnung. Vielleicht bekommt man die auch hier anderweitig. Fortgeschrittene Jobs. Bestimmte Felder des Talentfaches können freigeschaltet werden, um neue fortgeschrittene Jobs hinzuzufügen. Du musst Jobs wechseln, um den neuen fortgeschrittenen Job zu nutzen. Tippe auf diese Taste, um Jobs zu wechseln. Ja, ich muss auf die Taste drücken, aber der Fall steht da. Das irritiert mich gerade nämlich. So. Neophyt-Krieger mit unbekanntem Potenzial. So. Gut, das sieht doch schon mal ein ganz klein wenig anders aus, ja. Da haben wir sogar ein ganz klein wenig Rüstung. Ich meine, wir sind irgendwie immer noch nicht so ganz nach meinen Vorstellungen aus, aber wir sehen hier, dass wir definitiv Improvements haben. Wir haben hier einen Angriff plus 9 jeweils, Schockzustand plus Schockschaden 3. So, Crit-Chance ist auf 2 Sterne erhöht worden und unsere Abwehr von 1 Stern auf 2 Sterne. Das nehmen wir einfach mal so. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir Wind immer noch nicht benutzen können. Und das ist auch Tatsache. So, drücken wir einmal auf Zurück. Waffe, habe ich jetzt eigentlich mittlerweile irgendwas Neues? So, das ist ja mal witzig. So, wir können hier die Blankklinge verwenden. Wann auch immer wir die bekommen haben. Ja, oder wir bleiben eben bei Masamune, die einen Lebenszug von plus 30 hat. So. Hier die Blanklinge, die hat zwar mehr Angriff, allerdings nicht so eine schöne Fähigkeit wie die Masamune. Deshalb werde ich jetzt erstmal darauf verzichten, eine andere Waffe zu wenden als die Masamune. Und wir gehen jetzt einfach mal ja, zur Gefahrengutdeponie und werden uns diesmal
Ja, Somas Träne oder Volker oder was soll man uns leihen? Flammschwert? I don't care eigentlich. Schadenwechsellimit kann mehr als 9090 Schaden bewirken, ja. Das sind ziemlich viele extra Talente. Keine Ahnung. Wir machen einfach mal. Ich sollte mir auch jetzt irgendwann mal angewöhnen, auch mal wirklich neue Karten dann zu holen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie der Status ist. Ne? Beim letzten Mal haben wir ja gesehen, wir können noch keine neuen Karten an sich holen. Fähigkeitskarten schon theoretisch, aber so. Na, warte mal. Ja, doch, warte mal. Für neue Karten haben wir bestimmt eigentlich was. Und für Karten-Upgrades haben wir eigentlich auch was. Hm, ja, neue Jobs wäre es, glaube ich, nur ein bisschen schwierig. Da haben wir nämlich, glaube ich. Sorry. Da fehlen uns, glaube ich, ein paar Beschwörungstickets. Ich glaube, das ist aber auch jetzt im Moment gerade das einzige Problem daran. So. Wir haben bestimmt aber sicherlich aber auch eine neue Ultimate, ne? Jetzt, wo wir doch den Job Krieger haben. Ah, ich gehe mal ganz stark davon aus. Oha, 2555 Schaden. Das ist ja schon irgendwie Oberpanzer. Hm. Komisch. Ich merke von meinem Lebenszug aber im Moment gar nichts mehr. Wann war der Lebenszug? Nachdem mein Gegner besiegt war? Vorhin war das die ganze Zeit. Könnte aber auch an Somas Trainer liegen. So. Zudem bin ich gerade im Moment vergiftet. Das ist auch scheiße. Ich werde sterben. Verdammt. Kampf 3 von 5. Ja. Schön, dass ich jetzt soweit bin. Okay. Da hatte ich einfach mal einen richtig kranken Schub, um mich zu heilen. Das ist auch interessant. So, wo habe ich denn jetzt ganz am Anfang gerade so viel HP verloren? Ja. Diese komischen Steinviecher da, die haben es wirklich in sich. Die hauen da schon ordentlich rein. Das ist ja manchmal feierlich. So, Flammenschwert. Bam. In your face. Ey, das ist echt ein krasser Hit. Muss man schon sagen. So, Battle 4 von 5. Achso, ein Golem kommt mal ganz allein. War ein Wunder. Naja. Da kann das Ding zum Glück aber nicht mal so viel Schaden machen. So. Und wir können hier schön ein paar Orbs sammeln, um uns zu heilen. Oh. Gott. Bam. Ein richtig schöner Hit mal wieder. Oh, Bosskampf. So, okay, dann machen wir mal, ne? So, Erde haben wir. So, das benutzen wir auch, ne? Ein bisschen Leben-Reck, das können wir gerne gebrauchen. So, bitte hau mich nicht, ich habe nichts getan. So, Erde ist, ja, nicht so und effektiv, ja, stimmt. Hätte ich jetzt nicht unbedingt verwenden müssen, so. Aber Heilung wäre jetzt ganz nett zu usen. So, wenn wir den im Schockzustand haben, würde ich einfach mal behaupten, wäre das gar keine so schlechte Idee, wenn wir, unsere Ultimate usen. Das ist Bogenschlitzer. Ja, dann werden wir einfach mal gleich machen. So. Okay, jetzt sind wir gerade gut dabei, dem einfach mal auch in diesen Zustand reinzubringen. Komm schon, komm schon, komm schon. Come on, jetzt. Ah, wait for it. Moment. Und jetzt. Bogenschlitzer. Oh, das war eine ziemlich krasse Attacke. Whee! Den hätten wir platt gemacht. Neuer Bestrekord. Och, ist das eine Yuna-Karte? Haben wir mal drauf gedrückt. So, Spielerfolgen. Ja, nein, vielleicht. Kreuze an. Ja, Flammenschwert ist schon eigentlich ganz nett. So, aber ich glaube, ich folge bereits sowieso jemanden, der das hat, oder nicht? Kristall. Okay, gut. Da bekommen wir also schon mal einen Kristall her. So, theoretisch könnte ich mich ja nochmal weiterbilden jetzt, ne? Erde 2000, das 2000. Boah, nicht schlecht. Lass mich mal eben ganz gut schauen. Hier ist das. So. Und zwar neuer Job, da brauche ich aber zwei für. Zugriff auf das dann einfach nur noch öffnen aller anderen Fächer. Okay, warte, Moment. Dann muss ich halt auch noch das nehmen. Also das hier zumindest auch schon mal nehmen, ne? Nicht genug Talentmarken. Ach so, ein Besetz 80. Ah, okay. Da brauchen wir noch ein bisschen. Okay, und zudem brauchen wir noch zwei Kristalle jetzt dafür. Ja, gut.
Na, damit muss ich erstmal leben. Gut, jetzt haben wir, sind wir hier soweit unten erstmal fertig. Teleportieren wir uns einfach mal hier eben hoch und dann müssen wir uns überlegen, ob wir jetzt erstmal zum Sortierraum gehen oder zur Frachtroute 2. Frachtroute 2. Na, schön, dass es hier so kunterbunt ist, das Schloss da oben. Ja, okay, Sortierraum. Gucken wir mal, was denn? Eisstreich. Aha. So. Ah, das ist echt eine Yuna-Karte. Interessant. Was bringt mir das jetzt genau? Erhöht LP-Wiederherstellung um 10%. Ja, so gut ist sie leider aber dann auch nicht. So, ich krieg diese Extra-Talente dazu, wenn ich das picke. Oh, okay. Dann mache ich das einfach mal, ne? Dann machen wir das. So. Und jetzt ist Zeit wieder für ein bisschen Auto-Battle. So. Wir haben nämlich genug getan, ne? Wir können uns ja immer schön auf die Bosse selber so per Hand fokussieren, ne? Und für diesen kleinen Scheiß hier können wir immer diesen schönen Computer spielen lassen, ne? Oh, schön, so Nachschlag. Ultimal verbessert. Ja, ja, ja. Du mir auch. Und tschüss, gute Nacht. So, dann frage ich mich, wie Ritter schon als nächstes aussieht. Hoffentlich schon wieder ein bisschen sexier als der Krieger. Krieger ist sowieso ja schon auf jeden Fall schon mal optisch eine ordentliche Improvement zum Dings, Zwiebelritter. Allerdings, wie gesagt, gefällt mir das mal noch nicht so ganz. Frag mich, warum wir denn eigentlich auf dem Rücken so nackig sind. Das ist irgendwie so gar nicht so mein Stil, muss ich sagen. Oha, wie viele Dings wir haben. So viele LP-Regenkugel, das geht gar nicht. Ah, damit können wir uns easy peasy hochhalten wieder. Also im Fall der Fälle, ich bin dafür gewappnet. Benutzt sie doch. Hey. Hey, PC. Benutzt sie. Du verlierst die Kugel nach dem Battle, oder nicht? Hä? Aber es ist eh vorbei. Ich habe beim nächsten Mal sowieso wieder 100 HP, 100%, ne? Oh. Ah, hoffentlich. So. Level up. Sehr schön. Oh, Abyssknacke, neue Karte. So, wenn ihr für ein paar Dings Tipps für mich habt, ne, zum Thema Karten oder Karten besorgen, ne, welche ich mir am besten eventuell ja aufpushen sollte. Jetzt hier, da gibt es ja diese schönen Sachen hier wie Fusion und Autoverbesserung. Ne? Ich kann jetzt hier ja einfach die Karte, die mit den Haken, die habe ich, ne? Gerade angelegt. Ich finde das immer so verwirrend. Moment, nein, nach Job. Nach Job, ja. Nein, scheiß drauf. Okay. Habe ich mir jetzt Scheiße gebaut? Keine Ahnung, ob ich jetzt Scheiße gebaut habe. Das kann gut sein. So, das Ding, das habe ich doch bestimmt equipped. So, Fusionskarte auswählen. So, jetzt muss ich wahrscheinlich... Jetzt kann ich doch einfach mal rein theoretisch, einfach nur ausprobieren. Ich nehme diese Karte, diese Karte, diese Karte. Fusionskosten sind 1800 Gil. Ich habe im Moment 51.000. Ist mir scheißegal. Ich will es einfach nur ausprobieren. So, ich werde einfach mal jetzt fusionieren drücken und gucken, was passiert. Vielleicht geht es auch total in die Hosen. Vielleicht kann man aber trotzdem damit einfach nur die Werte pushen. So, wir haben ganz, ganz, ganz minimal das pushen können. So, wenn ihr für solche Sachen Kombinationen habt, ne, oder einfach mal einen Tipp habt, was ich mir für Fertigkeitskarten eventuell irgendwie aus dem Shop mal holen sollte, ja. Karten beschwören. Hier zumindest. Ja, wenn ihr dafür irgendwelche Tipps habt, ne, dann sagt einfach mal Bescheid, wo das eventuell vielleicht mal lohnenswerter wäre. So, gut. Aber ansonsten, ja, werden wir erstmal ganz normal weitermachen. So, ich bin jetzt beim Sortierraum. So, da bin ich fertig. Deswegen gehen wir einfach nochmal einmal nach unten zur Frachtroute. So, und von der Frachtroute natürlich auch zu Frachtroute 2. Und wir holen uns große Leere. Einfach nur, weil es mega nice aussieht hier. Gut, dann auf ins Getümmel. Mach hier an. Ich sehe schon. Wir schaffen in den 20 Minuten immer so wenig, in Anführungsstrichen, ne? Ich finde das irgendwie hammerhart. Ja?
Und aus wichtigen Quellen, oder verlässlichen Quellen habe ich schon gehört, ja, dass man auf jeden Fall, ja, nicht nur diesen Marco-Rektor besucht, sondern auch andere, wenn ich mir vorstelle, ich bin ja gerade in einem drin, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, und es gibt dann mehrere, dann denke ich mir, holy shit. Weil das dauert ja ewig überhaupt, erstmal einen zu komplettieren. Ich weiß nicht, ob die anderen kürzer sind, scheinbar ja nicht. Ah, das ist schon krank. Was so alles an einer Karte klebt, so viele Fähigkeiten, das gibt's doch gar nicht. So. Gut, wir sind schon wieder Level up, aber das geht im Moment immer noch relativ zügig. Aber davon hängt ja unser Dings ab, unser Kartenlevel. So. Wind plus 500, finde ich irgendwie scheiße. Kannst du mir nicht sowas nochmal wie Feuer geben? Da würde ich auf jeden Fall in Sachen Jobs schneller vorankommen. So, Entzug. Entzug habe ich jetzt nicht. Eigentlich habe ich meine Drugs hier immer noch alle. Deswegen, wir nehmen einfach mal Erdstoß. Jut, jut, jut. Wow, wir haben mal wieder ein paar Feuer- und Eisteilchen. Das gibt's doch mal gar nicht. So, auf den wirken wir, was? Ganz normal Hits nur? Scheinbar schon. Eilgabe, hui. Danke, liebe Fee. Dessen Namen ich leider vergessen habe. Ich hab schon einen Namen, aber der habe ich vergessen. Wie hieß du denn nochmal? Ich habe irgendwas mit M im Kopf, aber jedes, wenn es um Namen geht und ich mir denke, ich habe irgendwas mit M oder irgendwie, wenn ich dann irgendeinen Buchstaben nenne, ist irgendwie zwangsläufig dieser Buchstabe nicht da drin enthalten. Nennen wir sie einfach Fee. Liebe kleine Fee. I don't know. Hab ihren Namen vergessen. So, was haben wir eigentlich hier eigentlich oben für Anzeigen, wenn wir auf Hilfe drücken? Ich sehe das ja einfach mal gerade. Oh, guck mal da. Eine Turtle. Gegen die habe ich ja auch noch nicht gekämpft. So. Achso, ja, das hier. Na gut. Kampf. Moment. Wo war das eigentlich Menü? Wie konnte man es eigentlich aufrufen? Keine Ahnung. Drücken einfach mal F. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie wir das Ding trotzdem einfach easy peasy own. Ja. Ist eine dicke Turtle mit ordentlich HP und scheint ordentlichen Zaubern. Aber irgendwann mal gewinnen wir ja doch. So, gewonnen. Rangreduktion. Ja, ich kann damit umgehen. Nee, muss jetzt nicht sein. Braucht nur Leute mit großen Lehren. Aber ich wette, die haben irgendwie was dagegen gemacht. Ich glaube, die haben da schon für gesorgt, dass man nicht ganz halt diese overpowerten Karten nutzen kann. Weil theoretisch könnte man ja dann von Anfang an ganz halt einfach nur jeden einfach nur folgen, die sowas haben. Und dann würde man ganz halt nur von den Karten beziehen können. So, wäre geil. Regen, ja. Ja, gut, das können wir auch verwenden. Schließlich ist da ja ein blauer Boss, Fragezeichen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwie der Boss auch irgendwie ein Turtle-Gegner ist oder so. Warum auch immer. Ist einfach schon mein Gefühl. Macht sie platt. Jawohl, ins Face. Yay, Schwäche, kritisch und so weiter und so fort. Wuhu, Party Art. Say goodbye! Blizzard, okay. Warte mal, Wind. Zack, zack, zack. Ich habe mich eigentlich schon auch gefragt, im Prinzip, wie ich das bei dem Spiel machen soll oder nach welchem Kriterium ich eventuell sogar bei diesem Spiel einfach oder bei diesem Let's Play entscheiden könnte,
was wird offscreen gemacht und was wird onscreen gemacht. Oder ob ich das einfach so wie bisher einfach ganz normal weitermachen soll. Also eigentlich mehr oder weniger komplett ungeschnitten. Das ist auch so eine Sache, ne? Könnte ich mir auch nicht direkt sagen, oder? Eine Antwort dazu geben. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das so beibehalten kann, ohne dass es jetzt irgendwie furchtbar langweilig wird. Weil ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Fußballkommentator. Ja. Ja, okay. Ganz so gut bin ich dann auch nicht, ne? Ich laber auch einfach nur ganze Zeit mein Shit so vor mich hin. Aber die kommentieren ja auch nicht mehr als das Spiel geschehen. Und das ist ja eigentlich das auch, was ich hier eigentlich mehr oder weniger mache. Also wir können auch gerne über andere Themen reden, ne? Auch gerne über irgendwelche Kontroversen. Also das ist gar kein Thema, ne? Also wenn ihr irgendwie ein Thema auf dem Herzen habt, ne, oder irgendwie so eine ganz persönliche Frage an mich selbst, meiner Person, dann könnt ihr diese natürlich stellen und ich werde natürlich, was heißt natürlich? Ich werde versuchen, diese Frage zu beantworten, ne? Solange das halt irgendwie im Rahmen des Akzeptablen ist, ne? Sofern da jetzt nicht irgendwelche ganz ulkigen Fragen sind, ne? Eigentlich ist das absolut gar kein Thema, ja, genau, eigentlich ist das so, ja. Genau. So, Regen, so heute brauchen wir eigentlich gerade im Moment gar nicht, so, hauen wir einfach mal ganz normal drauf. Ablenkung. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, hier irgendwas zu machen. Erdschwert. Ah, ja, okay. Alter, das Ding, das haben wir einfach mal auseinanderradiert. Ja, bis zum geht nicht mehr, Alter. Da gingen wir ja mal richtig ab. Oder nicht? Ich finde schon. So, Krieger Level 32. Vielen lieben herzlichen Dank. So. Folgeanfrage. Spieler folgen. Ja, warum nicht, ne? Gut. Alles klar. Gucken wir mal, was wir da für einen Schatz rauskriegen. Fähigkeitsticket mal 1. Okay, das ist ganz gut. 10.000 Gil finde ich jetzt in dem Fall noch besser. Auch wenn ich noch nicht genau weiß. Also zum Einsetzen, ja, okay. Zu fusionieren zum Beispiel kann man es verwenden. Aber ansonsten, ja, müssen wir wirklich mal gucken. So. Wir haben hier im Moment irgendwie ziemlich krass viele Bosse. Gut, wir sind da oben. Wir müssen Makroreaktor 1 Kern hier definitiv hin. So, ich schätze mal, das geht dann hier eins. Oh Gott, es könnte auch natürlich sein, dass wir hier eine Stage haben. Da ein. Dann hier wieder ein. Da ein. Hier vielleicht sogar zwei. Da unten, da unten. Oh Gott, da dauert ja noch 3 Millionen Jahre. Egal. Wir, meine lieben Freunde, machen an diesem Punkt erstmal ein ganz kleines Päuschen, ne? So, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja einfach mal gerne ein Like da lassen. So, ansonsten sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein und haut einfach mal in die Tasten, ne? Bezüglich der vorherigen Fragen. Tschüss.